Und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Afterbirth. Beim letzten Mal, was haben wir da gemacht? Genau, wir haben, glaube ich, genau, eine Challenge geschafft, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar die Challenge, was war das? Blue Bomber, ne? Genau. Blue Bomber haben wir geschafft. Pay to Play haben wir noch. Speed. Speed ist eine ganz ekelhafte Challenge. Ich würde sagen, wir versuchen uns heute mal einen Guardian. Einfach mal The Guardian ausprobieren. Oh, nee. Oh, nee, das war diese Challenge. Oh, das ist super ätzend. Oh, die Challenge war super ätzend, weil... Ja, werdet ihr gleich merken, warum. Das werdet ihr gleich merken. Ja, bevor ich loslege, mache ich erstmal das Missing Heart an. Denn bei der Challenge funktioniert es folgendermaßen. Wir müssen, wie die Challenge schon klingt, The Guardian, wir müssen dieses Vieh beschützen. Und zwar darum, weil es ein Herz um sich trägt. Und dieses Herz bekommt, wenn dieses Herz Schaden bekommt, bekommen wir Schaden. Fies, oder? Ja, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, das Ding hängt auch noch in so einem Scapegoat. Das heißt, ja, da wird einiges angelockt. Ja, seht ihr schon, ne? Ist super, ist eine super Challenge. Macht Spaß. Macht super viel Spaß. Ja, macht super viel Spaß. Manchmal haben wir auch Glück und dann sind solche Räume, da wird nicht viel passieren. Aber ich glaube, wir haben gar keine Aggro mit dem Ding. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das macht es ein bisschen ekelhaft. Aber es ist okay. Wir werden einfach gucken. Oh, das hätte ich wirklich gerne. Heilige Scheiße, das hätte ich wirklich extrem gerne. Wir können mal gucken. Eventuell haben wir hier einen Secret-Raum. Ich glaube zwar nicht, dass das super krasse Sachen drin sind. Ja. Okay, nice. Ja, das ist super. Wir haben leider nicht genug Münzen. Was zum Teufel? Wie soll ich das Vieh denn beschützen? Kann mir das jemand erklären? Wie soll ich das Vieh beschützen? Holy fuck. Der Wirecode-Hänger. Ja, gut. Na, Judy. Ja, das ist eine super ekelhafte Challenge. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan, wie ich das Vieh beschützen soll. Weil der ja auch Aggro zieht. Und das macht es super schwierig. Aber naja, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal irgendwie ein Mittel, um das zu machen. Das Schlimmste ist, dass wir eigentlich einen Teufelsdeal wollen. Ja, und genau das kriegen wir nämlich jetzt nicht mehr. Das ist super. Pandoras Box. Ja, ich muss mal eben gucken. Pandoras Box, da gab es eine Ebene, bei der war das echt ziemlich geil. Caves, Boss-Item, plus 2 Soul Hearts, Caves 2. Das wäre eigentlich ganz geil. Womp wäre 2 Boss-Items. Hm. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, wir wollen Caves, ne? Caves 2 wollen wir das Ding benutzen. Das Gute ist halt, in solche Räume können wir immer rein anscheinend. Das hätte ich vorhin mal wissen müssen. Dann wäre ich da nämlich vorhin auch schon mal reingegangen. Wow. Das ist echt schön. Ja, das ist halt... Oh Gott. Kann ich irgendwie das verhindern? Ich frage mich das gerade wirklich, ob ich das irgendwie verhindern kann. Kann ich irgendwie, weiß nicht, das Herz irgendwie blocken? Oder kann ich Schüsse abblocken mit meinem normalen Körper? Ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Naja. Okay, jetzt droppen wir auf jeden Fall relativ viele Herzen. Das ist das ja der Clou an der Challenge. Ah, wo ist denn der Rest? Fehlt da noch einer? Da. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir die Challenge schon mal versucht? Ich glaube ja. Aber ich glaube auch, dass ich die dann sehr schnell abgebrochen habe. Ah, ist das sweet. Okay.
Wir wollen ja erst in Caves 2 das Ding benutzen. Nice. Sehr gut. Also für manche Sachen bekomme ich trotzdem noch Aggro. Wir haben noch eine Bombe. Wir können eventuell mal... Einmal können wir den Dings wegsprengen. Hier war doch irgendwo ein blauer Stein, oder? Wir gucken mal hier rein. Okay. Wir haben noch... Genau, wir wollten das hier wegsprengen. So war das. Oh, fick dich einfach nur hart. Ach, komm schon. Das war wirklich scheiße. Das war wirklich richtig fies. Komm mit, weg da. Jetzt muss ich mir auch noch einen Schlüssel kaufen. Ich kaufe mir einen Schlüssel. Weil ich bin mir nicht sicher. Wenn wir einen Damage abbekommen, dann müsste ja eigentlich auf unser Schwert gehen, oder? Oder hat das Schwert einen Base-Damage? Oh, ich gebe mich erhängen. Ich muss mal eben kurz gucken, was das Schwert für einen Schaden hat. Ich kaufe mir eine Bombe, wenn ich einen Schlüssel brauche. Geil. Geiler Typ. Two times your tier damage. Okay. Die Challenge interessiert mich aber eigentlich schon sehr. Ich habe eigentlich echt Bock, die zu machen. Wirklich sehr viel Bock. Warum habe ich mir jetzt eine Bombe gekauft? Ja. Okay. Gut, alles klar, wir reißen uns jetzt zusammen. Oder machen wir das? Fluted Caves 1. Easy. Wir müssen einfach nur genug Damage haben und die Gegner schnell zerficken. Dann ist das easy. Okay. Halbes Herz, her damit. Wir haben auch hier wieder 100% Teufelsdeal. Eventuell schaffen wir das ja diesmal. Oh Gott, ey, das war schon wieder close. Ah, nice. Zwei schwarze Herzen, das ist auch schön. Nein, nein, nein. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein. Ah, du mieses Steck. Bob's Blätter. Ja, ist okay. Kann man mal mitnehmen. Kann man mal machen. Ich bin gerade am überlegen, den Shop, ja, da wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir haben so wenig Münzen. Okay. Komm hier hin. Das Teil nehmen wir noch nicht mit, weil ich nicht weiß, ob wir Schaden bekommen werden. Auch so ein Kampfraum bin ich mir nicht sicher. Oh, hier, das ist schön. Da kriegen wir vielleicht jetzt echt ein Teufelsziel. Oh, das wäre super. Das wäre wirklich super. So, wir gehen erstmal hier hin. Komm hier hin, bitte. Bitte. Vieh. Mann, komm hier hin. Du hohles Stück. Oh Gott. Roid Rage. Ja, das ist super. Speed und Range. Das ist gut. Ja. Brimstone ist natürlich Quark. Warte mal, gibt Brimstone einem eigentlich effektiv irgendwie ein Damage Upgrade? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne? Brimstone. Ich guck mal. Nee, eigentlich nicht. Effektiv ist das kein Damage Upgrade. Aber wir haben eins bekommen. Das ist super. Wir haben eine Teufelsziel. Das ist sowieso relativ gut. Und wir sind sehr schnell durch Roid Rage. Das ist auch extrem geil. Ach, fickt euch, echt. Ihr könnt mich alle mal so hart. Ihr könnt mich mal richtig, richtig kreuzweise. Das war so fies, Mann. Ja. Nichts Tolles. Was richtig gut wäre, wäre der Mushroom. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das nicht sofort mitgenommen habe, dieses Herz hier. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, wir können weitergehen. In die nächste Ebene. Dann können wir jetzt auch direkt das Item benutzen. Denn wir sind jetzt in den Caves 2. Kriegen nochmal ein Herz und zack.
Mom's Underwear, Range Up. Unser Damage ist immer noch scheiße. Wir brauchen mehr Damage. Wir brauchen viel, viel mehr Damage. Ja. Ja, das ist so schön. Diese Gegner sind so schön. Finde ich ja toll. Ich finde dieses Item so schon echt kacke, ne? Dieses Isaac Hart. Ich weiß nicht, ich mag das sowieso nicht. Die 2, das war irgendwie, glaube ich, Reroll von normalen Sachen, ne? Pickups, ja. Okay. So muss das sein. So muss das hier wegknallen. Er rennt halt einfach drauf los, natürlich. So, super. Abfangen den Scheiß. Erstmal abfangen. So, wir brauchen erstmal einen Shop. Ich will einen Shop haben. Was ist dieses blaue Boom-Teil? Tier Detonator. When used, will detonate any tiers currently on the screen and cause each one to split into 6 more tiers. Similar to Tummy's Head. Das ist ja übel geil. Aber leider bringt es uns nichts. Kannst du bitte da weggehen, sonst spreng ich dich wieder weg. Ach, egal. Secret Room wird nicht hier sein. Der Secret Room wird wahrscheinlich hier sein. Nee, hier auch nicht. Können wir eigentlich mal Folgendes machen. Wir können eventuell hier mal was... ich weiß nicht. Das ist halt die Frage. Nee, wir machen lieber den Secret Room. Alter, weg damit. Oh, ich wusste es. Ich wusste es, dass der getroffen wird. Dieser Hans, ey. Oh. Weg mit dir. Okay. Ach Gott, ey. Wie sieht das denn eigentlich aus? Kann ich Teufelsdeals und so einen Scheiß eingehen? Nee, ne? Also, hier Teufelsbettler? Geht das oder geht das nicht? Pillen. Health up. Power up. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Gut, wir haben noch die Möglichkeit, hier ein Herz mitzunehmen. Easy. Gut, wir können eigentlich zum Boss gehen. Denn hier gibt's nichts mehr. Hier gibt's nichts mehr Tolles. Wirklich, also echt, ohne Witz, ey, das ist doch sowas von Krebs, ey. Boah, das ist wirklich Krebs gewesen. Habt ihr das gesehen? Oh, diese, also definitiv sind Charge Minions die bescheuertsten Minions, weil du die nicht wegkriegst. Wir müssen übrigens nur Moms Heart töten. Ja, das ist super, oder? Ich meine, das ist ja nicht schwierig. Das ist ja echt nicht schwierig, oder? Mom's Heart, ich bitte euch. Das ist doch echt easy. Können wir machen. Was haben wir hier? Perfroot Change. Ja. Eventuell können wir das gebrauchen. Für einen Shop. Puh. Ja. Kein Curse und ein Evil Up. Brauchen wir das? Das ist halt die Frage. Das ist halt echt die Frage, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Wir könnten auch mal eben zum Boss gehen. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen den Boss down. Ohne Damage zu bekommen.
never mind. Alter, das ist einfach der größte Krebs, ey, wirklich. Diese Challenge ist wirklich, ey, ich mach 10 Kreuze an die Wand, wenn ich die fertig hab. Heilige Scheiße, ist die krebsig. Oh mein Gott. Ja, gut, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, eine Joker-Karte oder sowas. Ach du großer Gott, Alter. Gibt's hier einen Trick, den ich echt nicht checke? Kann ich das irgendwie verhindern, dass sie den permanent angreifen? Geht das? Oder ist das nicht machbar? Das frage ich mich gerade. Ob ich irgendwas übersehe, ob ich irgendwas falsch mache. Ich glaube eigentlich nicht. Das ist übel ätzend. Ja, gut. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich falsch machen. Hier das Secret vielleicht? Nee. Hier ist auch nicht das Secret-Raum, ne? Ne, kann ja eigentlich gar nicht. Hier war ja ein Schwebe-Scheißraum. Der Secret-Raum wird wahrscheinlich hier sein. Geh weg da! Och Mann! Geh doch einfach raus! Aus der Scheiße! Relax. Powerpill. Perfro. Kriegen wir jetzt wirklich gar keine Münze mehr? Wirklich? Das ist es jetzt hier? Keine Münze? Powerpill bringt das überhaupt was für mich? Weil ich bin ja eh nicht unbesiegbar. Das ist ja. Ich bin ja eh unbesiegbar. Das ist ja Quatsch. Da bringt mir doch gar nichts, oder? Das ist doch Käse. Fuck, ey. Gut, dann gehen wir weiter. Hoffen wir einfach mal, dass wir irgendwas reißen können noch. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es sind noch 3 Ebenen. Curse of the Lost. Super. Heilige Scheiße. Oh Gott. Heilige Scheiße, ey. Das ist so eine schwierige Challenge. Keine Ahnung, wie ich die machen soll. Wirklich nicht. Lack daran. Perfro. Hätte ich auch eventuell changen können. Fällt mir gerade mal so ein. Hermit. Nehmen wir das mal mit. Ich kann die irgendwie abfangen, die Schüsse. Das habe ich schon gemerkt. Aber manche Sachen, die kann man halt nicht abfangen. So, seht ihr? Das ist halt... Oh, keine Ahnung. Dieses 1 plus 1 am Anfang in der ersten Ebene wäre halt super sick gewesen, ne? Weil wir dadurch halt permanent 2 Herzen bekommen würden, ne? Immer wenn ein Herz droppen würden, würden halt 2 droppen. Das wäre halt super krass. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Aber wir haben wirklich noch nicht viel Damage. Die Gegner greifen anscheinend auch nur mich an.
Also brauche ich die eigentlich nur zu mir locken. Den Scapegoat greifen die anscheinend nur an, wenn die den durch mich angreifen. Das ist eigentlich ganz geil. Hier mal gucken. Ich möchte noch nicht zum Boss gehen. Ich möchte erst noch Purfrow holen. Wo war das denn? Ja, das ist halt echt scheiße. Die sind halt Auto-Aim, ne? Da ist Purfrow. Okay, machen wir. Wir gehen zum Boss. Okay, ich glaube, da hätte ich auch ein paar Mal mehr machen können. Ich kann nämlich die Schüsse gut abfangen. Boss Rush. Wir können ja mal gucken. Ach, wir haben ja die Uhr. Wir können ja sowieso reingehen. Epic Kick. Ach. Warte mal. Funktioniert das? Funktioniert das? Wir schaffen den Boss Rush nicht, oder? Alter, Epic Kick wäre übel sick. Schaffen wir das mit Epic Cake? Keine Ahnung, ich versuch's einfach. Give it a try, Alter. Alter, das ist der übelste Ninja Blade. Alter, das übelste Ninja Blade, Mann. Oh mein Gott, Epic Cake! Wenn ich das schaffe, ne, dann raste ich komplett aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ich das schaffe, dann nichts an Epic Cake, weil ich ein fucking Greed Boy bin. Oh mein Gott, ich wusste doch, es kann noch Gerechtigkeit geben in diesem Game. Oh mein Gott. Oh shit, mate, shit. Und vor allem mit Roid Rage. Oh shit, mate. Ja, das ist, glaube ich, ja, das ist sick. Das ist echt sick. Okay, alles klar. Okay. Ja, schon. Oh mein Gott, wir haben es echt geschafft. Ja, das bringt uns auch nichts, glaube ich. Okay. Alles klar, wir haben ein übelstes Laserschwert. Wir haben anscheinend echt eins der krassesten Items gefunden, die es gibt. Alles klar. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du läufst echt in den rein. Du läufst inzwischen schon in die Viecher. Ich meine, holy shit. Ich wusste ja, dass du blöde bist, ne? Aber so blöde, das hätte ich dann auch nicht gedacht. Oh mein Gott, das wird super schwierig. Selbst hiermit noch. Selbst hiermit wird es noch super schwierig, weil der Typ einfach die größte Pflaume ist. Heilige Scheiße. Boah, dieses Vieh ist einfach nur dumm wie ein Brot. Alrighty. Fuck you, ey.
Okay, nice. Oh mein Gott, ey. Wenn wir das wirklich schaffen, ne? Curse of the Lost, okay. Power Pill. Okay. Wir müssen aufpassen, diese Scheißhaufen können uns halt echt ficken. Diese roten. Oh mein Gott, ist das schön, ey. Das ist echt super schön, ey. Holy fuck. Das ist wie einfach der übelste Ninja-Schwert, Mann. Das einfach durch alles durchschlitzt. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Infested? Infested? Auch die Fliegen und Spinnen, ne? Die sind ja so sick dann. Ich nehme jetzt auch nichts mehr irgendwie, was mir eventuell den Run versorgen könnte. Nee, geh mal weg da. Geh mal weg. Da ist er, der Boss. Komm schon. Schau ich. Was? Jo! Ja, wir haben es geschafft. Ich fass es nicht. Die Blake Runen haben wir freigeschaltet. Ich fass es nicht. Oh, die Challenge war echt hart. Also ohne Epic Cake hätten wir das niemals geschafft. Never. No fucking way. Hätten wir nimmer. Niemals geschafft. When used, gives a random mystic rune effect, possible effect, all gives answers, Berkan und Davos. Bla bla bla. Also has a 25% chance to spawn another Blake Rune up in use. Cool. Also, wir haben jetzt einige Challenges fertig. Läuft auf jeden Fall ganz gut für uns. Uns fehlt noch Brains, Pay-to-Play und Speed. Geht eigentlich. Drei Challenges, finde ich okay. Haben eigentlich so einiges schon geschafft. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir mal wahrscheinlich wieder mal einen Hush oder einen Read-Run machen, denn die haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt fleißig in die Kommentare und schreibt mir mal rein, ob ihr die Challenge auch schon geschafft habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.